Mein Name ist Dieter Stops und ich bin der erste Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Kala. Unser Verein engagiert sich für nationale und internationale Partnerschaften der Stadt Kala, will diese begleiten und am Entstehen neuer Partnerschaften mitwirken. In diesem Jahr wiederholt sich zum 76. Mal der Jahrestag der Befreiung und damit das Ende des Zweiten Weltkrieges. Hier in Kala war es der 13. April, an dem das Reimag-Lager am Walbersberg von amerikanischen Truppen befreit wurde. Durch dieses Lager ist unsere Stadt und Umgebung unmittelbar Zeitzeuge eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte geworden. Mehr als 10.000 Zwangsarbeiter mussten unter unmenschlichen Bedingungen im Berg arbeiten. Viele haben es mit dem Leben bezahlt und konnten nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren. Unter den Arbeitern aus ganz Europa waren auch viele Italiener, neben Holländer, Belgier, Franzosen oder Russen. Für viele von ihnen, die diese schlimme Zeit überlebt haben, war es ein Muss, jedes Jahr sich zur Gedenkfeierlichkeiten an die Erinnerungsorte um Kala zu begeben. So haben sich im Laufe der Jahre Freundschaften entwickelt. Nach 76 Jahren gibt es aber kaum noch Überlebende, da diese ja heute weit über 90 Jahre wären. Es kommen aber weiter Menschen an den Ort der Erinnerungen ihrer Angehörigen. Das sollten wir auch in weiterer Zukunft pflegen, niemals vergessen, was damals geschah. Und hier sehe ich als Partnerschaftsverein unsere Aufgabe, mit diesen Menschen zusammenzukommen. Ein Ergebnis nach langer Vorbereitung ist in Sicht. In diesem Herbst soll eine Städtepartnerschaft zwischen Kala und Castelnuovo Nemonti unterzeichnet werden. Viele Zwangsarbeiter kamen aus dieser Stadt in den Apenninen. Auch fanden in jüngerer Vergangenheit viele Besuche und Gegenbesuche statt, sodass der Gedanke einer Städtepartnerschaft entstand und dieser nun Realität werden soll. Wir als Verein haben schon die Verbindung mit Schülern mitorganisiert. Die waren hier vor Ort und haben in zahlreichen Projekten Geschichtsforschung betrieben, aber auch Freundschaften zu Kala Jugendlichen geknüpft. Damit ist ein wichtiger Grundstein gelegt, um das Gedenken an die jüngere Generation weiterzugeben. Das ist aus unserer Sicht eine wichtige Aufgabe, der sich unser Verein stellt. Nicht umsonst stehen wir hier am Ufer der Saale in Kala an einer Stelle, die für unsere Partnerschaft mit Castelnuovo eine Bedeutung haben soll. Wir stehen hier in der Nähe der Partnerschaftseiche mit unserer Partnerstadt Schorndorf aus Baden-Württemberg. Jetzt möchten wir diesen Platz erweitern mit einem Baum aus der zukünftigen Gemeinde in Italien. Sicher wird es in naher Zukunft einen Anlass geben, diesen Baum zu pflanzen und mit einer Gedenktafel zu versehen. Somit senden wir von dieser Stelle aus Grüße nach Castelnuovo Nemonti und in alle anderen Orte Europas. Wir gedenken der Opfer der Reimag vor 76 Jahren und versprechen, sie nie zu vergessen. Mando un saluto e un augurio a Castelnuovo Nemonti. Speriamo tutti di perforsi incontrare a Kala questo anno per entrare del nostro gemellaggio tra città. Rimani in salute.